Ja, die Kerze wird langsam warm. Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir und das ist die allererste Folge eure Beichten. Ich bin mega gespannt, wie das bei euch ankommen wird und wenn ihr darauf Bock habt, wird da draußen ein ganzes Format gemacht, also sprich, es werden mehr Folgen. Bingo! Ja, und wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Beichte an. Ich, weiblich 16, beichte, dass ich für 15 Euro eine Wodkaflasche geäxt habe und jetzt im Krankenhaus liege. Ist halt die Frage. Ja, ist halt, mit 16 finde ich es in Ordnung, wenn man da mal ein Bier probiert. Aber halt eine ganze Wodkaflasche trinken finde ich dann doch ein bisschen, sollte man vielleicht nicht unbedingt tun, weil beim nächsten Mal ist es dann kein Krankenhaus mehr, beim nächsten Mal ist es dann der Friedhof. Und auf dem Friedhof ist es dann wirklich schwer, Leute wiederzubeleben. Weil meistens kommen dann Leute wirklich auf dem Friedhof, die tot sind. Also mit 16 oder allgemein, ich würde so einen Scheiß nie machen. Wenn ihr was trinken wollt, es ist vollkommen in Ordnung. Gerade auch mit 16 probiert man ja gerne was aus. Vollkommen legitim, wenn ihr mal mit Freunden mal ein Bierchen trinkt. Aber bitte übertreibt das nicht, weil gerade nicht nur der Alkohol in dem Moment kann vieles zerstören, also Alkoholvergiftung, sondern natürlich auch extrem viele Langzeitfolgen, wie eine extreme Alkoholsucht, und Alkohol zerstört paar Gehirnzellen. Deshalb, ne, ich habe damals nicht Spaß. Ja, und damit kommen wir zur zweiten Beichte. Ja, das ist einer meiner Lieblingsbeichten, muss ich immer ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, aber ich männlich 15, beichte, dass sobald mich meine Freundin über WhatsApp anruft, ich immer mein WLAN ausmache, damit die Verbindung abbricht und ich zocken kann. Ja, also ich kenne das auch. Also ich glaube, es hat irgendwie jeder schon gemacht, der gerne mal zockt. Ich habe das zum Beispiel mal gemacht, mein Onkel, ist noch nicht mal so lange her, der wollte mich immer so anrufen. Und ich habe eine Sekunde vorher mit ihm geschrieben und da hat er so geschrieben, ja, ich rufe dich jetzt mal an. Ich habe dazu dann nichts mehr geschrieben und habe dann weitergezockt und auf einmal ruft er mich so an und denkt mir so, boah, also ich muss ja in Witcher jetzt noch unbedingt die Mission, also ich würde gerne noch die Mission machen, ich könnte jetzt natürlich mit meinem Onkel reden, ich könnte auch die Mission machen und ich bin dann einfach nicht reingegangen und da hat mein Onkel dann geschrieben, hey, was ist los, wir haben doch gerade geschrieben und da habe ich mein Onkel ungelogen, es tut mir leid, Onkel, schon geschrieben, aber ich bin dann ins Bett gegangen. Ja. Hat irgendwie schon jeder gemacht. Sollte man nicht öfters machen, vor allen Dingen bei einer Freundin nicht so oft machen, weil, oder beim Freund nicht so oft machen, weil könnte nach hinten losgehen, weil irgendwann ruft sie nicht mal an oder er nicht mal an und er kommt dann auch nicht mal nach Hause. Vielleicht dann nur noch, um die Sachen abzuholen. Ja. Und damit kommen wir zur dritten. Das ist so einer meiner Lieblingsbeichten, weil ich finde, das wünsche ich irgendwie jeder. Ich, männlich 22, beichte, dass ich mir wünsche, ein Jahr zurück in die Vergangenheit zu reisen, als es noch kein Corona gab. Einfach nochmal Saufpartys am Strand und Urlaub. Okay, gut, mit den Saufpartys bin ich irgendwie raus. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt schon sage, ich bin mit 25, bald 26 raus. Aber brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt, ne? Ich glaube, das wünscht sich irgendwie jeder. Aber wir sind leider gerade in einer beschissenen Krise. Pandemie ist halt leider so. Und ich hoffe, wir kommen da irgendwann bald auch wieder raus. Und dass wir auch unser normales Leben wieder führen können. Gerade auch die Leute, die gerade ihre Läden schließen müssen oder geschlossen haben müssen. Für die tut es mir natürlich am meisten leid, weil ich kenne natürlich viele Leute, wo die Hilfen an sich gar nichts bringen, weil die kriegen dann irgendwie so 2.000, 3.000 Euro oder mehr oder ein bisschen weniger, aber haben laufende Fixkosten von 20.000, 30.000 Euro.
Und dann denkt man sich so, klappt nicht so ganz, ne? Natürlich ist es für den Start, da könnte ich jetzt auch ausholen, natürlich viel Geld, was sie da natürlich rausschmeißen und. Aber ja, ich glaube, wünscht es jeder, aber ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht Ende dieses Jahres, es wird uns das Jahr noch ein bisschen begleiten, aber vielleicht Ende dieses Jahres langsam Licht am Ende des Tunnels ist. Hoffe ich für alle, auch für alle selbstständigen Menschen, die gerade Existenzprobleme haben und Existenzängste. Und damit kommen wir zur nächsten. Ja, ich, weiblich 17, beichte, dass ich den Geruch von Benzin liebe. Finde ich cool. Ich mag den Geruch von Benzin zum Beispiel auch. Es gibt einen Fetisch in Deutschland, gerade von Männern, die mögen den Geruch von getragenen Socken oder andere getragenen Sachen, aber da finde ich, sagst du jetzt mal den Fetisch ganz cool, weil ich rieche Benzin auch unfassbar gerne. Ich rieche, das klingt total bescheuert, aber ich rieche es auch gerade auf Arbeit, wenn mal geschweißt wird und sowas. Sowas rieche ich dann auch übelst gerne, also wenn das manchmal so ein bisschen verbrannt riecht, das finde ich so cool. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das irgendwie so cool. Also, weiß nicht. Also es ist wie, es gibt ja Leute, die schnüffeln an Edding, ne? Habe ich nach meiner Geburt auch gemacht, habe ich aber irgendwann mit aufgehört. Ich schnüffel halt an Benzin oder an anderen Gerüchen, ne? Jetzt nicht unbedingt an getragenen Socken, aber ey, jeder kann machen, was er möchte. Ich habe auch noch Socken hier, ne? Ich kann sie für euch noch länger tragen, wenn ihr wollt. Problem ist, meine Waschmaschine ist gerade an, also meine sind leider immer frisch, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ein Paar kriegt ihr bei mir, fangen wir mal bei 300 Euro an und da können wir drüber reden. Auf zur nächsten Beichte. Also ich muss sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbeichten und ich hoffe, sie meldet sich bei mir. Ich weiblich beichte, also ich weiblich 22, ich vergesse immer das Alter, ne? Ich weiblich 22 beichte, dass ich aufräume und putze, wenn ich mich über etwas total ärgere. Ich mag die. Schreib mich an, bitte. Also, könnte sein, dass ich hier und da mal dich ein bisschen ärgere, ne? Aber schreib mich bitte an. Instagram, Twitter, irgendwo. Können wir uns ja mal treffen. Und kann mal passieren, dass ich dich hier und da mal ein bisschen ärgere, aber so bleibt immer in die Wohnung sauber. Auf zur nächsten Beichte. Ja, da muss ich einfach sagen, tut mir leid, lieber Brudi. Ich, männlich 21, beichte, dass ich mit meiner Freundin in ein Nagelstudio gegangen bin und ich nicht wusste, dass man hier 2 Stunden rumsitzt. Das war mein größter Fehler, den ich je gemacht habe. Ja. Aber ich hoffe, du hast daraus gelernt, dass du es nie wieder machst, ne? Ich hoffe, dir geht's jetzt gut. Ich hoffe, du konntest gut genesen. Und ich hoffe, du konntest dich auch von dem Schock gut erholen. Ich kenne zum Beispiel bei mir, ich hasse zum Beispiel Einkaufen. Mit Frauen ist es am schlimmsten. Bei Kerlen ist es ja immer so, ich gehe zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen immer so nach Arbeit schnell mal einkaufen. Also er für sich, ich für mein Zeug. Oder wir gehen halt mal, holen uns mal ein Bierchen. Und bei Kerlen ist es so geil, gerade wenn wir es fürs Wochenende einkaufen, der ganze Wagen ist voll, wir haben 5 Minuten gebraucht. Sobald du aber mit Frauen einkaufen gehst, und das soll jetzt nichts bedeuten, ne? Es gibt natürlich auch andere Kerle, aber wenn du mit Frauen einkaufen gehst, das ist meine Erfahrung, ist der Wagen halb leer und du bist 3-4 Stunden drin. Ich bin auch einfach beim Einkaufen immer so, ich sehe da was, ne? Guck, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen doof, ich gucke mir auf den Preis im Wagen rein, ne? Obwohl die Nutella vielleicht im Regal weiter oder drunter 50 Cent billiger ist. Ja gut, man spart natürlich dann auch, aber ich bin ja immer so gerade in greifbarer Nähe rein und dann weiter. Sollte man auch nicht unbedingt tun. Auf zur nächsten Beichte. Das finde ich, das ist zum Beispiel auch eine heftige Beichte. Ich, weiblich 19, beichte, dass ich in der Psychiatrie arbeite und meine ehemalige Lehrerin jetzt meine Patientin ist. Die übrigens mega gemein zu mir war. Karma gibt's. Ja, finde ich aber ein bisschen heftig. Also das ist wirklich eine heftige Karma-Schiene, wenn man das jetzt wirklich aufs Karma jetzt mal
schiebt. Mir tun natürlich die Lehrerin leid. Ich verstehe natürlich heute so ein bisschen, dass die Lehrer vielleicht ein bisschen überforderter sind. Natürlich, sobald die mal ein bisschen lauter werden, kann sich ein Schüler heutzutage ja wirklich beschweren und sagen, ja, die Lehrerin wurde lauter. Und dann kriegen Lehrer oder Lehrerinnen ganz schnell mal eine Abmahnung. Da bin ich zum Glück noch ein bisschen anders aufgewachsen. Also, so, wir hatten zum Beispiel unsere Ethiklehrerin, war halt mal ein bisschen lauter, öfters mal sehr, sehr laut, und da war aber auch die Klasse ruhig. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn ich immer wieder lese oder höre, was irgendwie jetzt fast immer so ist, dass die Schüler zum Beispiel keinen Respekt mehr vor Lehrern haben, aber gut, man sagt ja immer, früher war alles besser, was ja, nee, wirklich stimmt, man sagt es halt einfach nur. Also wir hatten natürlich auch manchmal unsere Phasen, wo wir zu Lehrern auch ein bisschen asozial waren. Aber sowas finde ich halt heftig. Ich hoffe natürlich, dass die Lehrerin sich in der Psychiatrie wieder ein bisschen erholt und dass du nicht deine Lehrerin, deine ehemalige Lehrerin zu krass rannimmst. Wäre natürlich schön. Nächste Beichte. Das ist cool. Okay. Ich, männlich 14, beichte, dass mich meine Mutter beim Messen meines Gliedes erwischt hat. Finde ich aber noch fast lustig. Also meine Eltern haben mich bei ganz anderen Sachen mal erwischt. Da hat man sich aber mit 14, bei mir war es noch nicht mal mit 14, bei mir war es so mit 15, 16, dass man sich da doch mal ein Filmchen angeguckt hat und die Hand vielleicht irgendwo hatte und die Eltern, ihr kennt das ja, Eltern sind ja immer so, die klopfen, ne? Sondern die reißen die Tür auf und sind innerhalb von einer Millisekunde in deinem Raum, also im Kinderzimmer. Und so war es bei mir auch immer. Und so schnell kann man gar nicht reagieren. Und natürlich wussten dann meine Eltern natürlich Bescheid. Aber das war wirklich eine peinliche Situation. Ich glaube, das war mir irgendwie fast einen Monat peinlich, aber irgendwann ging es dann wieder. Ich habe es dann aber dann auch sein gelassen. Ja, ich, weiblich 19, beichte, dass ich meinen Freund immer anbelle, wenn ich Lust auf Doggy habe. Da steht hier wirklich, also das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht hier halt. Okay. Warum nicht, ne? Man kann ja den Freund anbellen, wenn man Lust auf Doggy-Style hat, ne? Ja, kann man machen. Finde ich halt mega witzig irgendwie. Was ist denn, wenn ich überlege, wenn du Bock hast zum Beispiel auf Elefanten, machst du dann Töre? Also wirklich so Elefanten im Zoo sehen, ne? Machst du dann so vor deinem Freund Töre, Töre, und der Freund dann, ach, du willst doch bestimmt im Zoo. Wer weiß, aber okay, kann man machen, muss man nicht. Ja, und ich lese es einfach vor. Ich, weiblich 16, beiche, dass der Duschkopf es mir besser besorgen kann als mein Freund. Du meinst natürlich mit besorgen, dass der, ne, also jetzt nicht einkaufen geht. Wir wissen natürlich alle, was damit gemeint ist. Was soll ich dazu jetzt sagen? Also, dann, ich weiß nicht, dann sollte man vielleicht mal mit seinem Freund reden und sagen, hier, pass mal auf, der Duschkopf ist ein bisschen besser als du. Wie sieht's denn aus? Könnte man vielleicht mal über das und das reden? Ich finde, mir gefällt das nie, wie du das hier und hier machst. Könnten wir das anders machen? Also man kann auch über sein Sexualleben auch reden, wenn man möchte. Mir tut halt der Freund leid, wenn das irgendwann die Freundin oder wenn das der Freund irgendwann mitbekommt. Und der Freund das irgendwann erfährt, ne? Das tut mir irgendwie, Brudi, du tust mir jetzt schon leid. Ja, das war's mit
beichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mich würde es natürlich mega interessieren, ob ihr Bock habt auf viel, viel mehr Folgen, ob ihr Bock habt, dass wir daraus ein eigenes Format machen. Wenn wir daraus ein eigenes Format machen, wird die Beichten-Videos immer am, ja, ich würde sagen, Sonntag 19 Uhr immer kommen. Dafür fällt natürlich ein Reaction-Video weg, aber dafür habt ihr natürlich eure Beichten als Video. Und wenn ihr mir wieder Beichten schicken wollt, bitte über Instagram, bitte über Twitter. Ihr könnt das natürlich dann auch unter irgendeinen Kommentar schreiben, jetzt auf YouTube. Ne? Ihr seid ja da eh ein bisschen, sage ich mal, verschlüsselt, also ihr gebt da nicht euren Klarnamen ein. Das ist dann auch in Ordnung, wenn ihr das dann... keine Ahnung, ich kann natürlich einen Post morgen abgeben, nochmal, ob ihr Bock habt auf noch eine Folge. Und unter dem Post könnt ihr gerne eure Beichten drunter schreiben. Ihr könnt mich aber auch gerne auf Instagram oder Twitter anschreiben. Und ich überlege, dass ich vielleicht auf Discord einen eigenen Channel mache, wo man Beichten niederschreiben kann. Und dann werde ich mir die Beichten da auch immer rauspicken. Ne? Also da werde ich mir definitiv noch was einfallen lassen. Aber jetzt funktioniert es ja erstmal so. Es sind ja jetzt noch nicht so viele Beichten. Ich werde immer gucken, dass ich immer so 10 Beichten bearbeiten kann. Und ja, würde mich freuen. Also ihr müsst mir kein Like geben. Es würde mir reichen, wenn ihr einfach mal unten in den Kommentaren schreibt, ob ihr das Video cool fandet. Und ob ihr Bock habt auf mehr Folgen. Würde mich echt freuen. Und ja, wir sind fertig, ne? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Rutscht bitte nicht aus. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.